nein! Du kannst mir nicht zwingen, das zu essen! Wie können diese Kinder immer diese Popel essen? Hey und hallo! Nimm das bitte nicht! Hey und hallo! Schreibt mal irgendein Intro in die Kommentare, was ich immer sagen soll am Anfang, ich weiß es nicht. Heute ein neues Video, und zwar haben wir gestern die Bean Boozled gekauft. Du hattest richtig Bock darauf, habe ich gehört. Wir haben das schon mal gemacht mit diesen Gammelbohnen. Die sehen gleich aus. Eine schmeckt gut, die andere ekelhaft. Und wir drehen hier am Glücksrad das Mini-Glücksrad. Und mal sehen, ob einer von uns kotzen muss, weil er eine Popelbohne zum Beispiel essen muss. Ist ja nicht so. Aber du isst ja so schon deine Popel. Ja, ich wollte gerade sagen, du isst ja deine Popel. Ja. Ganz ehrlich, dann nicht. Ja. Wir machen immer so vorher ein kleines Battle und dann sehen wir, wer dran drehen muss, wisst ihr? Also Freunde, fangen wir direkt an, ohne lange rumzulabern. Aber erstmal einen Daumen hoch da lassen auf Ehre, damit Yvonne eine Kotzbohne kriegt. Dann einfach anfangen mit Schick, Schack, Schnuck. Ja. Verlierer muss drehen. Nur bis eins. Bis eins, Freunde. Schere, Stein, Papier. Und bei Papier zeigen wir. Schere, Stein, Papier. Warum? Okay. Oder Schick, Schnack, Schnuck, ist mir egal. Oder ja. 1, 2, 3. Ja, oder A, B, C. I, A, U. Das ist auch immer, ist mir egal. Auf 3. I, A, U? Ist scheißegal. Schick, Schnack, Schnuck. Okay, ich dreh jetzt. Warte mal sehen, ob ihr es hier überhaupt seht. Ich hab diese hier. Das ist, warte. Entweder ist sie eine stinkige Sache oder Tutti Frutti. Beides ekelhaft. Die sieht super stinke Socke. Stinkt schon so ekelhaft. Boah, stinkt echt mega, ja, ne? Ist das abgelaufen? Nein, das sind einfach stinkige Socken, Hundefutter, Kotze und sonst was. Natürlich stinkt das. Ich hab keinen Bock mehr, die zu essen. Ja, safe Tutti Frutti. Ja, super. Wenn ich dings, dann hast du verkackt. Ja. Wenn ich daneben hau, also willst du schlagen. Okay, Freunde, ihr kennt dieses Spiel. Sie muss mich jetzt schlagen oder ich weiß, das zählt noch nicht. Ich will nicht essen. Ist egal. Ja, das zählt immer noch nicht. Oh Mann, du bist so unfair. Du bist unfair. Warum wird nicht unfair? Oh. Ja, scheiße, das Spiel ist mega behindert. Das ergibt gar keinen Sinn, was wir hier gerade gemacht haben. Das ist entweder Pfirsich oder Kotze, oder? Das ist so ein Spaß, die dir alles Gute abbekommen. Ja, wenn du schon so... Ja, ist Kotze! Ja. Kann ich mal dann riechen, ne? Ah, meine Nase ist verstopft. Es ist echt so eklig. So eklig. Das ist wirklich ekelhaft, das ist wirklich ekelhaft. Loco hat mal von einer gekotzt. Der war so... Okay, Mann, jetzt spielen wir das Spiel. Wer zieht den längeren Bleistift? Wer den längeren... Du hast ja nur zwei. Ja, wie viel willst du? Und der längere ist der... Hat gewonnen. Ja, du wusstest das. Du wusstest das. Woher soll ich das sind deine gewesen? Stifte. Das sind deine Stifte. Oh, Blaubeer oder Zahnpasta. Das ist ja beides nicht so schlimm. Manche essen Zahnpasta auch einfach so. Grüße an Eli. Ja, es ist Zahnpasta, aber es ist echt nicht so schlimm. Es riecht richtig frisch. Dein Nase ist immer noch zu. Jetzt müssen wir was machen, wo du verlierst. Das geht ja so nicht. Mathematik. Ich kann auch kein Mathe. Wieso? Das ist das Nächste, dürft ihr entscheiden. Und zwar auf Instagram. Deswegen folgt mir da. Hallo. @SpideyLucas. Folgt mir da. Kurze Abstimmung. Wer soll am Ekelrad drehen und die nächste eklige Bohne essen? Lukas. Nein. Freunde, geht jetzt schnell auf Insta und stimmt ab. Wieder Schnick, Schnick, Schnick. Diesmal auf Schnick. Was? Schnick. Hast du nicht verstanden? Schick, schick, schick. Boom, boom, boom. Ah, wie Laura sagen würde. Alter, ich bin alles verloren. Ich hab das Stimme auf Insta für die Bonn. Grün. Entweder die Mette oder was ist das? Der Meta-Rasen. Ja. Ich hoffe, du hier noch allergischen Anfall. Ja, ich bin allergisch gegen den Rasen. Da ist das Gute. Du musst einen Bottleflip landen mit der Flasche, sonst musst du drehen. Das geht nicht. Das ist jetzt meine Aufgabe an dich. Du weißt, was ich mache, wenn du trinkst. Also wir stellen uns jetzt gegenseitig Aufgaben. Und wenn der andere das nicht schafft, dann... Ich gebe dir 3 Versuche. Du willst einfach nur, dass ich verkacke? Ja, natürlich. Das ist Sinn der Sache. Und jetzt zeige ich dir, wie es geht. Easy. So. So. Ja. Wow! Popel! Oh, Popel oder Frucht, ist aber egal. Ich hoffe, du kriegst Popel. Oh mein Gott, das sieht so popelig aus. Alter, ich hasse es. Nee, das stinkt. Ey, du darfst nicht dran riechen. Hallo, ist verboten. Ich habe auch nicht dran gerochen. Ach so, okay. Du tust jetzt wieder rein. Ey!
Hast du jetzt gegessen? Ja. Okay. Ich weiß nicht. Das macht ja gar keinen Spaß mit dir. Du frisst ja wirklich Popel zum Frühstück, Alter. Nach was schmeckt denn ein Popel? Nach Popel? Meine Freundin ist Popel. Gib mir eine Aufgabe. Du kannst auch zum Beispiel sagen, ich muss einen Nicknack so in der Luft fangen oder so. Halt. Du wirfst mir den zu, ich stehe hier hinten. Endlich auf fucking Video, ich hab's geschafft. Ja, auch geschafft. Du musst den Stift 5 Sekunden auf deinem Finger balancieren. Bist du behindert? Das geht nicht. Ey, bist du ein Arschgesicht? Bist du dumm? Was ist das? Bitte dumm? Hast du Biele? Wie soll das gehen, Mann? Kann ich einen anderen nehmen? Ja. Du kleiner Affe. Ja, verkackt. Esse ich halt so eine Kacke. Das ist weiß. Was ist das? Entweder Windeln oder Kokosnuss? Windeln. Ich frisst es einfach. Ja, was soll ich machen? Ich darf ja nicht dran riechen. Das hilft kein Kokosnuss. Aber ist das Babywindel? Mhm. Schmeckt das nach Baby? Das schmeckt richtig so, wie wenn sich Kinder angeschissen haben. Warum weißt du, wie das schmeckt? Also, das schmeckt so, wie wenn das, wie das riecht. Oh, okay. Also hast du Babyscheiße gegessen. Hast du auch endlich mal was abbekommen? Ich muss die hart abschneiden. Was? Sonst isst du eins. Ja, dann esse ich eins. Spinnst du eigentlich? Was hast du denn geraucht? Bist du wirklich verrückt? Bist du verrückt, dumm? Oh, wieder Kotze. Oh je. Du bist ja wohl der Kenner. Das ist auch Kotze. Oh mein Gott. Das ist die Ultra-Kotze. Ach du Scheiße. Das ist die 4 Uhr morgens Altstadt-Kotze. Ich hoffe. 4 Uhr morgens Altstadt-Kotze. Ich hoffe, du kriegst sowas ab, Alter. Wirklich gekraft. Okay, schick, schack, schuck. So, endlich. Fuck. Ich hoffe, du kriegst vergammeltes Ei. Tutti Frutti oder Stinkerratte. Du weißt wahrscheinlich eh nicht, wie Tutti Frutti schmeckt, deswegen. Nicht so lecker. Du musst hier von unten einen Lip Liner nehmen. In was? Lip Liner. Ja. Deine Lippen schön. Was sind das für Augen, Schatz? Ich will, dass du dich schminkst. Ja, mach ich ja nicht. Das Braune. Entweder entweder Schokoladenpudding oder Hundefutter. Ja, safe Schokolade. Mhm. Das ist geil. Hast du noch eins genommen? Mhm. Das ist Hundefutter. Alter, du schlägst dich immer so. Echt jetzt? Ja, ich weiß. Ist eklig? Nein, du kannst mich nicht zwingen, das zu essen. Es ist echt so. Wie bei Katzen, wenn man den Medikament hier gibt. Kein Salat wird sich freuen. Ja, kau. Geschmacksexplosion des Feins. Wie soll ich das essen, ne? Zeig mal. Das sieht aus wie Kotze gerade in deinem Mund. Schmeckt einfach nach gar nichts. Das war's, euer Abbruch. Ah. Folgt mir auf Insta und hier auf YouTube. Und beinahe hätten wir jetzt die Insta-Abstimmung noch vergessen. Auf. Da wart ihr zum Glück für Yvonne. Mund auf. Doch! Was war das denn? Ich will das nicht kaufen. Du musst, das tut mir so leid. Das davor war das Gute. Ja, siehst du mal. Und wegen Popel. Endlich das so. Wie können diese Kinder immer diese Popel essen? Respekt an dieser Stelle. Ein Like gleich ein Popel für Yvonne.